So. Das britische Parlament hat entschieden, dass es einen No-Deal verhindern möchte und wir bleiben grundsätzlich gesprächsbereit. Das müssen wir auch, um einen möglichst geordneten Austritt zu ermöglichen. Aber dafür braucht es letztlich klare Entscheidungen und Vorschläge aus London. Dabei ist und bleibt für uns klar, dass Großbritannien wird auch nach dem Austritt ein wichtiger strategischer Partner bleiben, zu dem wir außerordentlich enge Beziehungen halten wollen. Wir begrüßen, dass er auf freiem Fuß ist, denn letztlich das Rechtssystem Hongkongs basiert auf Rechtsstaatlichkeit und ich glaube, das ist ein gutes Signal, das damit deutlich wird. Insofern hoffen wir, dass der Konflikt, den es dort gibt, Stück für Stück deeskaliert wird, aber ohne, dass damit einhergeht, dass die Rechte, die Menschen zustehen, nämlich ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen, auch auf der Straße in irgendeiner Weise eingeschränkt wird.